Ja, hallo liebe Weinfreundinnen und Weinfreunde, willkommen auf unserem Kanal. Heute ein kleines Video zum Thema Drehverschluss und zum Thema Naturkork. Es ist ja vielen Weintrinkern aufgefallen, dass der Drehverschluss, wie wir den auch viel auf unseren normalen Weinen haben, mittlerweile die Oberhand gewinnt. Auch generell in der Weinlandschaft sind diese Drehverschlüsse immer weiter verbreitet. Aber man findet dennoch immer noch viele Weine, gerade Premium-Rotweine oder dann Rotweine, die aus dem Holzfass sind oder Barrique-Fass sind, die mit Naturkork verschlossen sind. Also Drehverschluss hat sich einfach durchgesetzt. Aus dem Grund, weil es eine günstige Verschlussart des Weines ist, die unheimlich gut verschließt und damit auch die Weine unheimlich gut schützt und vor allem dann bei den leichteren Weißweinen dafür sorgt, dass einfach keine Oxidation stattfindet mit den Weinen in der Flasche. Der Drehverschluss, wenn man sich mal anschaut, ist bei uns innen mit einer kleinen Plastikkappe versehen. Also das heißt, das ist Äußere ist Metall und innen ist ein Plastikeinsatz, der wirklich dafür sorgt, dass die Weine sehr gut verschlossen sind. Im Übrigen, vielleicht kurz dazu erwähnt, Weine, man kennt es ja, dass Weine normalerweise liegend gelagert werden. Alles, was einen Drehverschluss hat im Weinbereich, kann auch mittlerweile stehend gelagert werden, weil diese Liegendlagerung eigentlich noch den Hintergrund hat, dass die Korken befeuchtet werden. Also gerade bei Weinen, wo sie noch einen Naturkork haben, ist es wichtig, dass die liegen, dass der Korken unten mit Wein befeuchtet ist, dass er nicht austrocknet und damit dann die Flasche undicht wird. Zu den Drehverschlüssen vielleicht noch kurz erwähnt, Sie haben das öfter mal, dass Weine leicht kohlensäurehaltig sind, wenn Sie die aufmachen. Der Hintergrund ist ganz einfach, dass das noch Reste der Kohlensäure sind, die bei der Gärung entstanden sind. Und die eben durch diesen guten Verschluss dann auch im Wein bleiben. Wenn Sie den Wein geöffnet haben oder den auch eingeschenkt haben, verschwindet diese Kohlensäure relativ schnell. Ist kein qualitätsminderndes Merkmal, sondern einfach nur ein Merkmal für den guten Verschluss. Zum Thema Naturkork. Wir verwenden die Naturkorken hauptsächlich für unsere Premium-Rotweine, auch für unsere Eisweine verwenden wir die. Es ist ganz einfach so, dass der Naturkork, es spielt immer noch die Rolle bei vielen Weintrinkern, dass ab einem gewissen Preisniveau dann einfach erwartet wird, dass die Flaschen gerade im Rotweinbereich mit Naturkork verschlossen sind. Dass man natürlich auf der anderen Seite auch noch den Hintergrund hat, dass diese Korken nicht hundertprozentig dicht sind im Vergleich zu den Drehverschlüssen, sondern dass da immer noch ein kleiner Sauerstoffaustausch stattfindet, der gerade dann bei Weinen aus dem Holzfass dafür sorgt, dass eine langsame, kontinuierliche Reife dann stattfindet. Bei den Naturkorken wirklich interessant, wer sich die mal genauer anschaut, der kann auf der Oberseite der Korken immer die kleinen Wachstumslinien erkennen. Der Hintergrund ist ganz einfach der, dass die Rinde, wenn das die Rinde ist, werden die Korken hier seitlich rausgestochen. Deswegen kann man da immer noch die Wachstumsringe dann auf dem Korken entdecken. Beim Naturkork natürlich das Thema, was bei vielen auch natürlich ein negatives Thema ist, ist der sogenannte Korkschmecker. Also ganz kurz erklärt, der Korkschmecker wird durch das sogenannte Trichloranisol verursacht. Und die Bildung von diesem Trichloranisol hat verschiedene Gründe. Also einer der Gründe ist zum Beispiel das Buschfeuer, die dann auch die Korkwälder betreffen. Dann da gerade in den südlicheren Ländern, wo die Korken dann auch hergestellt werden, stattfinden, dann bildet sich das dann schon in der Rinde dann während des Feuers. Ein anderer Grund sind Mikroorganismen, die diesen Stoff bilden und die dann eben diesen Korkschmecker dann in den Wein bringen. Er ist in der Regel ganz leicht, aber häufig dann schon deutlich beim Einschenken der Weine merkbar. Wer sich unsicher ist, der kann sowohl beim Weißwein als auch beim Rotwein, wenn er eine Naturkorkverschlossene Flasche hat, ganz einfach einen Schuss Mineralwasser reintun. Durch die Kohlensäure steigt dieses Aroma vom Korkschmecker nochmal auf und dann ist man auf der sicheren Seite. Letztes Thema zum Bereich Kork sind die sogenannten Diamkorken, ist ein Hersteller aus Frankreich. Die sehen ein bisschen aus wie Pinnwände, die Korken. Also haben ganz, ganz kleine Korkstücke, die mit Plastik dann verbunden sind und aus denen dann Korken gepresst werden. Diese Korken verursachen normalerweise keinen Korkschmecker, weil vorher diese Korkschnipsel behandelt werden, bevor diese Korken dann hergestellt werden. Im Übrigen, auch bei vielen Sektflaschen findet man heute diese Verschlüsse, sind einfach gute Verschlüsse. Der Hintergrund bei Sektflaschen, warum man da keine Drehverschlüsse verwendet, ist einfach der hohe Druck, der auf der Flasche ist. Also man hat dieses Drahtgeflecht, die sogenannte Agraffe dann darüber, weil einfach ein sehr, sehr hoher Druck auf der Flasche ist und der dann nur durch diese Kapsel und Naturkork dann gehalten werden kann. Gut, bei Fragen wie immer in die Kommentare. Ansonsten danke und bis zum nächsten Video.